Hallo Demo-Teilnehmerinnen, schön, dass ihr alle da seid. Und hallo Nachbarinnen im Kiez. Das ist jetzt ein Grußwort wegen und nach Chemnitz. Wir sind nicht so viele, wie wir gehofft hatten. Wir zeigen heute Widerstand gegen den Ausverkauf der Stadt durch die Politik und gegen kapitalistische Utopien großer Unternehmen. Während wir heute unseren Protest gegen Verdrängung und die drohenden Zumutungen der Smart City, gegen Überwachung und den Klassenkampf von oben durch die Unternehmen des digitalen Kapitalismus, gegen die Verunmöglichung von Leben und Mieten im Kiez auf die Straße getragen, sind viele andere Menschen heute in Chemnitz. Dort drehen einmal mehr die Herrenmenschen frei. Rechtsextreme Fußball-Hooligans, Kameradschaften und parlamentarisch oder clandestin organisierte Nazis Hand in Hand. In der letzten Woche fanden in Chemnitz wieder Menschenjagden statt. People of Color und Linke wurden angegriffen. Leib, Leben und Unterkünfte waren und sind in Gefahr. Wir leben in einer Welt der ständigen Konkurrenz. Um das Dach über dem Kopf, den beschissenen Arbeitsplatz oder den Zugang zu einem erniedrigenden Sozialsystem. Immer ausgeklügeltere Herrschaftsmechanismen, seien sie smart oder beknüppelt oder beides, züchten die autoritären Charaktere heran. Weder die faschistische noch die technologische Utopie scheinen uns eine lebenswerte oder auch nur eine hinnehmbare Zukunft. Unter bestehenden Verhältnissen des Kampfes noch ums Existenzminimum, diese Verhältnisse, in denen jeder Mitmensch eine Bedrohung, weil Konkurrentin ist, verkauft sich das nationale Kollektiv als naheliegende Option gegen die totale Vereinzelung. Dieses Zusammenhangs wegen kämpfen wir gegen die Gesamtscheiße. Es geht ums Ganze. Heute denken wir aber weniger an die Motive von Leuten, Nazischweine zu werden, sondern an unsere Genossinnen und Genossen, die sich in Chemnitz heute und an jedem anderen Tag gegen sie zur Wehr setzen. Alerta!